So, hier unten, ja, das war ja das mit dem, wo wir den ersten Pistol-Splitter gefunden haben. Also nochmal hier drüben. So, kommen wir hier an der Seite runter? Nein, natürlich nicht. Aber, Moment. Hier hinten, ne? Ja! Ich dachte mir gerade, irgendwie sieht der Felsen so aus, als ob man da lang gehen kann. Und er tut es tatsächlich. Man kann es tatsächlich. Eine weitere Schriftrolle. Die sagenhafte Stadt Agartha. Ein wundervoller Anblick. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie einmal mit eigenen Augen sehen würde. Es ist sehr gefährlich hier. In der Stadt wimmelt es nur so von Lykanern und Werwölfen. Aber daher habe ich mich auf die Suche nach den Kristallfragmenten gemacht. Denn wenn man 4 davon sammelt, kann man einen dunklen Kristall schaffen, der die Fähigkeit besitzt, einen Dämon aus der Schattenebene zu entfesseln. Das ist äußerst nützlich, um viele Feinde auf einen Schlag zu vernichten. Gut, okay. Danke für den Hinweis. Wir gehen dann mal ein bisschen klettern. Na komm. Die Ecken sind immer ein bisschen ungünstig. Da neige ich immer dazu, über die Ecke abkürzen zu wollen und dann fast abzustürzen. Ansonsten, wenn man einmal weiß, welche Taste man drücken muss und nicht daneben drückt, dann ist es eigentlich nicht allzu schwierig, das hinzukriegen. Trotzdem irgendwie unnötig, finde ich. Ach komm! Remember, we still need 2 more crystal shards. Nerv mich nicht. Sind wir jetzt gerade? Hier waren wir doch schon, oder? Der Ort kommt mir so bekannt vor. Aber nee, der Schrein hier drüben ist ja noch aktiv. Also das kann nicht der Ort sein, an dem. Nee, das ist ein anderer Ort. Ich dachte bloß, weil es hier ja auch dieses Ding gibt. Na gut, dann ziehen wir doch mal hier drüben lang. Es sieht aber absolut identisch aus. Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die Leiche hier ist schon ausgenommen. Das ist der Ort. Sag mal, das ist doch... Hä? Ich blicke gerade nicht durch. Das sieht genauso aus, aber der Lebensschrein ist noch aktiv und die Gegner sind auch noch da. Ah, ja. Lass mich doch erstmal landen, Kollege. Mann. Die sind aber auch scharf drauf, möglichst bald zu sterben. Du Arsch! Bleib liegen! So, hätten wir die schon mal hier drüben... Halt, warte mal, habe ich gerade da oben was Lila anders gesehen? Nee, okay, das war bloß eine Statue. Aber komme ich irgendwie hier drüben auf die andere Seite vielleicht? Die sieht so aus, als ob man da langlaufen kann. Die Frage ist, wie... Die Frage ist, wie. Doch, das muss die Stelle sein, wo ich vorhin schon war. Remember, we still need 2 more crystal shards. Ist ja gut, ich muss erstmal den Weg finden. Aber das bringt's mir hier auch nicht. Hier komme ich ja bloß zurück, ne? Ansonsten lässt sich hier nicht allzu viel machen. Es wäre schön, wenn du nach oben gehen würdest irgendwie. Da wäre ich dir sehr verbunden. Aber das macht er nicht. Also nach oben will er nicht. Weiter nach links auch nicht. Hm. Geh mal hier runter. Kann ich hier vielleicht... Hm. Nee, darüber springen kann ich ja nicht. Das geht nicht. Aber da drüben, wir sehen es, da ist schon wieder eine leuchtende Kante. Also irgendwas muss man da drüben auch machen können. Sorry. War keine Absicht. So, hier oben dran komme ich nicht. Hm. Wie komme ich denn hier jetzt dran? That's the big question. Ach, wartet mal. Wir müssen drüben klettern, oder? Geh doch jetzt hier mal bitte an die Kante dran. Gabriel, danke. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen ungenau. Remember, we still need 2 Alter, geh mir nicht auf die Nerven. Ich weiß selber, dass ich noch 2 brauche. So, schauen wir doch mal, ob wir hier drüben irgendwo hochkommen.
Kann man hier irgendwo dran springen oder so? Hier geht nichts. Ich würde es halt denken, es sah so aus, als ob ein Weg über die Kante drüber führt an der Seite. Deswegen würde ich halt denken, dass wir hier vielleicht schon den Aufstieg haben. Diesen komischen Dingens weg da. Ich weiß was nicht so richtig. Könntet ihr mal irgendwie die Kamera drehen, dass ich hier mal schauen kann? Nicht so, ne? Hier ist aber auch nichts so richtig, wo man hoch kann. Dieses Ding hier irritiert mich auch total. Ich will ständig irgendwas damit machen, aber man kann ja nichts damit machen. Vielleicht auch. Ich geh nochmal kurz hoch. Ne, die Perspektive bleibt ja gleich. Das heißt, ich kann auch nicht von hier aus irgendwo dran springen. Wow. Also ich kann schon, aber es bringt mir halt nichts. Ach fuck, das ist doch ungünstig hier. Hätte nicht gedacht, dass es in so einem linearen Spiel so schwierig sein würde, den richtigen Weg zu finden. Halt hier! We still need two more crystal shards. Können wir hier nicht weiter nach... Ne, er stürzt ja automatisch ab. Können wir hier nicht weiter nach oben? Geht das nicht? Das sieht doch eigentlich so aus, als ob man hier nach oben könnte. Scheinbar nicht. Ich will irgendwie da hoch. Ich will irgendwie da hoch. Ansonsten muss ich hier halt mal einen Cut reinmachen und einfach suchen, bis ich was finde. Schauen wir mal. Irgendwo muss ja was gehen. Ach so, warte mal. So vielleicht, ja? Ich habe gerade was gesehen. Ja, ich habe es schon gesehen. Ach Gott, ihr habt sie doch nicht alle, Leute. Ihr habt sie doch nicht alle. Wer soll denn das sehen? Ihr habt doch echt einen Schaden. Na gut, Weg gefunden. Ging dann doch schneller als gedacht. So, damit sind wir jetzt auch hier oben. So hatte ich mir das doch gedacht. Zack, hier drüben dran. Und damit geht die Reise dann auch weiter für uns. Kannst du nicht darüber springen? Achso, wir müssen eins runter noch dafür, natürlich. Remember, so. We still need two more crystal shards. Sie nervt schon ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen. So, neues Gebiet. Wunderschön. Das heißt, es gibt auch wieder Gegner. Und zwar natürlich gleich zwei höhere Lykantropen. Drei! Ihr habt sie doch nicht alle. Was zur Hölle? Wer hat euch denn ins Hirn geschissen? Drei von denen. Wie wär's denn, wenn ihr mich erstmal gegen zwei kämpfen lasst? Na komm, gehen wir mal halt allen durch, die wir haben, auf ihn drauf. So, beeilen wir uns mal gleich hier, den ersten aus dem Verkehr zu ziehen. Gut, das war's für Nummer Uno. Das ist schon mal ganz positiv, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Schnell weg von denen. Ja, das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Oh, dieser Bodentritt immer noch. Das ist nervig. Ansonsten mit dem Ausweichen, das geht ja mittlerweile. Aber wenn dann immer der Bodentritt kommt, an den denke ich nie. Ah, ist ja gut. Lass mich da mal kurz hier mein Ding machen. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin mit deiner tollen Telepathie? Ich habe gerade keine Zeit, an irgendwelche Kristallscherben zu denken. Ich muss Lykantropen die Kiefer raustreten. Und darin bin ich ganz gut. So, also wenn man bedenkt, dass ich vorhin noch gegen einen alleine totale Probleme hatte und mehrfach gestorben bin, dann war die Nummer doch jetzt gerade gar nicht so übel.
Auch wenn ich mich jetzt gerade wieder nicht so besonders anstelle. Aber ich hätte echt gedacht, dass es schwerer wird. Also, dass ich jetzt mehrfach sterbe hier. Hat ja letztendlich aber doch ganz gut geklappt. Zack. Und Sieg. Wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Bisschen mehr Leben am Ende wäre noch schön gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Ups, da wollte ich mich hin. Bin ich gerade ein bisschen vom Controller abgerutscht. Ich muss sowieso sagen, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich... Ach nee, hier hatte ich das gar nicht erwähnt. Ich bin ja eigentlich ein PlayStation-Kind früher immer gewesen. Und den Controller hier, den habe ich jetzt erst seit... Weiß ich nicht, seit einer Woche? Seit zwei Wochen? Und das ist der erste Xbox-Controller überhaupt, den ich in der Hand habe. Und ich muss sagen, es ist teilweise sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde es zum Beispiel sehr gewöhnungsbedürftig... Ja. Ich finde es zum Beispiel sehr gewöhnungsbedürftig, dass man durch die Form des Controllers im Prinzip dazu gezwungen wird, die Schultertasten hinten immer nur mit dem Zeigefinger zu benutzen. Oder dass das Steuerkreuz an der Stelle ist, wo beim PlayStation Controller eben der Analogstick war. Man muss das halt unbedingt irgendwie anders machen. Und was mich auch stört, ist, dass man von dem Stick ganz leicht abrutscht. Das ist mir zum Beispiel gerade passiert, als ich die Select-Taste gedrückt habe. So, aber wir haben schon den dritten Splitter gefunden. Es läuft. Just one more. Excellent. Marvelous. Aber wirklich. So, ich schätze mal, jetzt kommt nochmal ein größerer Kampf um den vierten Splitter, oder? Wenn ich mir das hier unten so angucke. Fünf Lykaner oder was darf es sein? Keiner. Das glaube ich euch nicht. Ich glaube euch nicht, dass ihr mich jetzt ohne Kampf hier durchlasst. Na gut, schauen wir mal. Her damit. Dunkler Kristall. Wenn der dunkle Kristall ausgewählt ist, kannst du B gedrückt halten, um ihn zu zerstören und so den Dämon freizusetzen, der in ihm gefangen ist. Um diese Zweitwaffe einsetzen zu können, muss man vier Kristallscherben miteinander verschmelzen. Doch sie ist mächtig genug, die meisten Feinde in deiner Umgebung zu vernichten. Selbst die größten und stärksten Feinde werden von ihr ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen. Die Energie, die ein dunkler Kristall enthält, kann man auch verwenden, um bestimmte uralte Geräte zu aktivieren. Great. Now come back here. Do not waste my crystal or you'll have to find another one. Ich hab's bald befürchtet. Aber wenn's nur ein Troll ist, dann läuft das ja. Einen Troll kriege ich auch alleine hin. Da brauche ich keinen Dämon für. Ups. Insofern ich halt nicht gerade die Nase in seinen Schlag reinhalte, dann könnte es ein bisschen ungemütlicher werden. Aber ansonsten, ja, so viel dazu. Nicht doch, nicht doch. Lass mich doch einfach mal ein bisschen auf dich einschlagen. Oh, das war nicht die richtige Richtung, gebe ich zu. Halt, so. Und dann wird's Zeit für den Finisher. Beziehungsweise nicht der Finisher, sondern wir werden auf ihm reiten, schätze ich mal, ne? Genau. Und jetzt können wir auch dieses Hindernis aus dem Weg räumen. Zack, zack und Bruch. Wunderschön, wunderschön. Gibt's hier noch irgendwas zum Sammeln? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dann machen wir es doch gleich auf dem Rücken des Trolls auf zum... Wo muss ich denn lang? Hier lang? Nee, ich bin immer noch in dem Gebiet, ne? Das ist total verwirrend. Ich glaube, ich darf den Troll nicht mitnehmen. Dann bringe ich ihn halt um. Tut mir leid. Das Spiel zwingt mich dazu. Ich wäre ja weiter auf dir geritten. Ach ja, hier steht immer noch der Sockel im Weg. Ah! Welch ein günstiger Zufall, dass wir genau hier rauskommen nach dem vierten Kristall. Ist überhaupt nicht linear. Na gut, aber wir haben die vier Kristalle. Dann wird's Zeit, mal die Kräfte der Kristalle zu rufen. Auf zum Titan.
Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wieder eine Rätselsektion ansteht im vorletzten Level des Kapitels. Während das letzte Kapitel bestimmt wieder der Bosskampf sein wird gegen den Titanen. Oh ja, es ist Rätselzeit. Behind that big door, the Titan awaits you. These statues seem to be here for a reason. Nein, wirklich? Wer hätte das gedacht? Na gut, dann wollen wir mal. Kann ich denn zufälligerweise... Ach, ich kann bloß bestimmte Statuen verschieben, oder wie? Okay, die ist erst gut und schön, aber die bringt mir gerade nicht so viel, glaube ich. Ach nein, zu der muss das hin dann wahrscheinlich. Schauen wir doch mal, was die Leiche so für eine Schriftrolle für uns parat hält, für einen Tipp. Hinweis, Belösung... Warum hat er so einen Zettel einstecken? Belohnung für Lösung des Rätsels 200. Das Volk von Agatha nutzte die mit Schattenenergie gefüllten Edelsteine, um viele verschiedene Geräte anzutreiben. Dieses Wissen lebt in den riesigen Steintüren fort, welche den Weg in die Kammer der Titanen versperren. Man kann sie nur mit der Energie eines vollständigen dunklen Kristalls öffnen. Allerdings weiß ich nicht, wie sich das bewerkstelligen lässt. Na gut, die Lösung wollen wir uns natürlich nicht ansehen. Das kriegen wir schon hin. Ich müsste bloß irgendwie diese Dinger greifen können hier. Haben wir noch mehr davon? Noch mehr solche Statuen? Ich glaube nicht, ne? Lass mal hier das Ding aus dem Weg räumen. Es gibt nur zwei Stück und die eine kann ich nicht bewegen. Ne, hier drüben ist auch noch eine. Das ist irgendwie merkwürdig. Beziehungsweise auch die, die hier leuchtet, konnte ich ja gerade nicht greifen. Ich weiß nicht, ob ich da an eine bestimmte Stelle gehen muss oder ob ich irgendwas Bestimmtes damit machen muss. Jetzt. Ja, ich benötige einen vollständigen Kristall, um sie zu aktivieren. Das ist sehr schön. Aber wo soll ich das denn hernehmen? Ich meine, ich kann schlecht hier draußen die Kristalle wieder rausnehmen, oder? Geht das? Ja, kann ich. I think the crystal is still needed to activate the statues. Ja, ich weiß. Ich will es bloß mal hier drüben einsetzen. Mal schauen, was passiert. Vielleicht hilft es uns hier mehr. Ja, und jetzt... These statues can move somehow. Jetzt können wir es hier auch bewegen. Alles klar. Machen wir es doch mal so. Und dann können wir die hier so ein bisschen anschrägen, damit die ihren Strahl hier drüben hinlenkt. Ja, so, das geht auch zum Beispiel. Und du? Du drehst deinen Spiegel so, dass wir ihn genau darauf richten können. Wunderbar. Das war jetzt ein wahnsinnig schweres Rätsel. Und das war's für den Eingang des Heiligtums. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass wir den Eingang, dass wir das Rätsel erst im nächsten Level machen. Aber gut, ist auch okay. Haben sogar alles gefunden, wie es scheint. Wahnsinn. Verrückt. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Na gut, dann wollen wir mal vorstoßen. Das Heiligtum der Titanen ist unser nächstes Level. Mal sehen, ob das schon der Bossfight wird oder ob der doch erst im letzten Level kommt.